Herzlich willkommen zum Gemüsepfannen-Podcast und auch heute an meiner Seite der gute alte Tomate. Abend, Tom. Hallo Arti, hallo junges Gemüse. Was schauen wir? Wir schauen vom Y-Kollektiv das Rentendesaster, warum wir länger arbeiten und mehr zahlen müssen. Das klingt Genau. doch nach froher Kunde. Ja, genau. Länger arbeiten, mehr zahlen, da sind wir als Deutsche doch dabei. Cool. Ja, ich muss dazu sagen, das ist jetzt scheinbar Teil 1. Also zumindest steht das hier so in diesem YouTube-Ding. Ich weiß gar nicht, ob der Teil 2 schon draußen ist. Wir sagen es einfach mal so, wir schauen jetzt erstmal den Teil 1 und wenn wir Bock drauf haben, machen wir optional noch einen Teil 2. Wir legen uns darauf jetzt aber nicht fest, Oder wenn würde das ich die mal meinen. Zuschauer unbedingt sich wünschen, dann machen wir Genau, es oder auch. wenn Sie sich das wünschen, klar, dann gerne. Ich hoffe jetzt ja, natürlich bei dem Thema Rentendesaster wird natürlich auch die Migrationspolitik angesprochen, weil ich denke, die ist ja ganz entscheidend damit verschränkt, dass die Rente zum Desaster wird, weil halt immer mehr Leute in unser Sozialsystem einwandern. Und aber gleichzeitig nicht diesen Generationenvertrag erfüllen, in dem Sinne, dass sie arbeiten gehen und einzahlen für unsere Rentner. Na Moment, Und dadurch Moment, wird das Ganze der kippen. Herr Fratscher hat gesagt, 7 Jahre später werden diese Neubürger unsere Babyboomer die Rente bezahlen. Ja, dass Stimmt das sowas nicht? alles so natürlich nicht ist, das wissen wir ja. Also ich erinnere da zum Beispiel an die MENAP-Statistik, tausendmal zitiert aus Dänemark, wo es darum ging, über den Lebenszeitverlauf, wie viel die Leute beitragen zum staatlichen Einkommen, sage ich mal. Also ob sie von Ob sie ein Steuergelder Plus kassieren oder oder nicht ein Plus einzahlen. sind für die Genau, sind sie ein Gesellschaft, Plus ja. oder ein Minus. Und die Einheimischen sind halt so vom 30. bis 50. Lebensjahr ein Plus, weil die dann halt arbeiten gehen und so weiter. Und bei den MENAP-Migranten, die sind immer im Minus. Also die sind ihr ganzes Leben lang gesamtgesellschaftlich gesehen Minus. Die sind immer auf Leistungen angewiesen vom Staat und geben nichts rein oder weniger als andersherum. Es gibt da halt diese Mittellinie sozusagen, die von den Dänen kommt, also das Mittel zwischen man bekommt vom Staat oder man gibt dem Staat Geld in die Hand und die sind immer unter dieser Mittellinie, also die sind selbst im besten Arbeitsalter immer noch drunter. Ja, genau. Schon hart, also das muss man erstmal schaffen. Und Ähnliches würde ich auch ganz klar für Deutschland erwarten. Zumal, ich kann die jetzt eine Prozentzahl genau zitieren, aber ich meine, wir kennen ja so die groben Zahlen, was zum Beispiel Bürgergeld angeht, dass mittlerweile, ich glaube, die Hälfte oder sogar ein bisschen mehr der Bürgergeldempfänger zum Beispiel Migrationshintergrund haben. Und viele davon werden auch Ausländer sein, also nicht mal mit deutscher Staatsangehörigkeit. Ja. Und Ähnliches schlägt sich dann natürlich in der Rente wieder. Wie gesagt, die können diesen Generationenvertrag nicht einhalten, dass sie die zahlende Generation wären. Sie kommen halt einfach rein und zahlen halt nichts. Richtig. Und Ja, die werden das auch war ja schon irgendwann Rentner vorher ein sein. Problem, ne? Diesen Generationsvertrag. Und das wird jetzt nochmal so hart befeuert, aber ich würde sagen, wir steigen mal ein, ehe wir jetzt hier alles vorwegnehmen. Richtig, richtig. Okay. Und dann können wir uns hier schön auf deren bestes Argument fokussieren. Genau. Also dann, viel Spaß, Leute. Sie sind überall und wir lieben sie ja auch, unsere Eltern und Großeltern. Es gibt da nur ein Problem. Die Babyboomer gehen in Rente. Es wird teuer. Höhere Rentenbeiträge abdrücken und länger arbeiten, sieht gar nicht mal so gut aus für uns. Es sei denn, man hat mit 33 schon ausgesorgt. Würdest du sagen, bist du quasi schon in Rente? Der Begriff Privatier trifft es eigentlich ziemlich gut. Genieße momentan einfach das Leben, mach das, worauf ich Lust habe. Bei der Rente geht es um Gerechtigkeit und um Würde eigentlich. Also dieses mit. Das Stöhnen jetzt schon. Ja, okay, sag an. Also dieses Ganze mit, dass wir länger arbeiten und so, das höre ich ja schon seit 20 Jahren. Weißt du? Ja. Macht mich so Also. fertig. Also es ist wirklich so ein Thema, symptomatisch für Deutschland. Die Fachkräftemangel in Pflege oder Ärztemangel und was weiß ich. Das ist seit Minimum der 80er immer wieder in den Medien und es ist nie was gemacht worden. Ja. Es ist so nervig, es ist unfassbar. Ja, das ist so ein typisches Problem, was einfach nicht gelöst wird oder nicht sinnvoll angegangen wird. Nicht, keine Ahnung. Also wenn man jetzt, gibt es ja viele Ansätze. Wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Rente in dem Sinne durchdenkt, dass man jetzt mehr Kinder haben müssen, die dann auch zahlen, dann könnte man halt an der Bevölkerungspyramide ansetzen, dass man sagt, man führt jetzt Maßnahmen ein, damit die Leute mehr Kinder kriegen. Das Wenn wird man. halt nicht gemacht, weil das aus politischer Sicht Unfug ist. Du wirst für 4 Jahre Ja. gewählt und das, was du gerade vorgeschlagen hast, schlägt sich ja in 20 Jahren wieder, wenn überhaupt. Ja, Ne? Und dann im schlimmsten Fall
klopft sich dann dein politischer Gegner auf die Schulter und sagt, seht her, wie gut wir die Demografie repariert haben. Und du denkst dir so, ah. Deswegen oder, ist das leider eine Maßnahme, die muss von Idealisten irgendwie umgesetzt werden. Und die andere Maßnahme, die da halt immer mitschwingt, die jetzt natürlich die Politik ständig vorschlägt, wäre ja, ja, dann tun wir uns halt Fachkräfte importieren. Aber genau das machen wir eben auch nicht. Wir tun ja einfach wahllos Leute importieren. Und wir wissen gar nicht, also es gibt nicht mal Zahlen darüber, ob das Fachkräfte sind oder nicht. Also es wird nicht erfasst bei der Einwanderung, ist das jetzt eine Fachkraft, was kann die? Wir haben halt nun mal kein Punktesystem der Einwanderung, wie zum Beispiel in Kanada, wo du halt gewisse, bevor du einwanderst, musst du halt Auskunft über dich geben, was kannst du, welche Sprache sprichst du und so weiter, und da kriegst du halt Punkte, und wenn du einen bestimmten Punktzahl erreichst, dann darfst du einwandern, Punkt. Und ich meine, selbst Kanada ist ja sehr streitbar, also die haben jetzt auch Riesenprobleme mit so den üblichen Verdächtigen wie bei uns. Also, was selbst die machen es zehnmal besser als wir. Also du hast ganz recht, dieses Problem ist schon seit Jahren da und wird einfach nicht angegangen. Es wird halt ausgesessen. Die Regierungen tun das einfach jedes Mal aussitzen und ist ja gut. Und nochmal befeuern, weil kurz vor der Wahl gibt es wieder eine Rentenerhöhung. Ja, ohne Mist, gibt's gerade wieder, also ein Jahr vor der Bundestagswahl gibt es durch Zufall wieder, ne? Ist doch schön. Ja, aber das ist ja eigentlich komisch, dass sie das vor der Bundestagswahl machen, oder? Also sinnvoller wäre das ja eigentlich, die machen das so mittendrin in der Legislaturperiode. Aber also dann, den Zeitpunkt finde ich tatsächlich ein bisschen komisch. Na wieso? Dann schwörst du sozusagen die Rentner auf dich ein. Weil du warst ja derjenige. Ach so, pardon. Ich hab was verwechselt. Du meinst Rentenerhöhung. Ich dachte, du meinst eine Rentneralterserhöhung. Ach so, nee, um Gottes Willen, Das macht man ja irgendwie zur Fußball-WM, wo es keiner mitbekommt. Genau das. Alles klar. Und gut, die Sache mit den Fachkräften ist ja auch nochmal so ein Ding. Klar, also im besten Fall, wenn wir jetzt wirklich von Fachkräften reden, ne? Klar, die zahlen dann hier schön Steuern und so, okay. Aber in der Regel haben diese Akademiker, die wir uns dann ranholen, ja auch weniger als 2 Kinder. Also die Demografie kriegst du mit den richtigen Fachkräften auch nicht wirklich ausgebildet. Eben. Und wenn du das jetzt wirklich stringent nach diesem Generationenvertrag angehen willst, dann kommst du halt nicht um Maßnahmen drumherum, die jetzt die Familienpolitik stark stärken, so wie in Ungarn. Wo du halt ordentliche Förderung kriegst, je nach Kinderzahl. Und wo das dann ab einer bestimmten Kinderzahl auch steigt. Also, dass man motiviert ist, nicht nur ein Kind zu haben, sondern 2 oder 3. Ich glaube, ab 3 oder 4 ist dann irgendwie kriegst du die Einkommenssteuer ist frei oder irgend sowas. Also das sind schon gute Anreize, aber man muss ja auch fairerweise sagen, es läuft da trotzdem nicht super duper. Ne? Also wahrscheinlich braucht das mehr Zeit, ist sich das so in das Bewusstsein der Leute eingefressen hat. Ja, denke ich auch, klar. Soll mal sehen. Ist alles schwierig. Gut, wir schauen mal weiter. Die Frau hier kriegt 400 Euro Rente. Mit Abzüge. Kein Wunder, dass das Vertrauen in das System bröckelt. Der staatlichen Rente rechnen wir eigentlich nicht mehr. Da setzen wir nichts drauf. Echt nicht? Nee. Die Regierung ringt um Lösungen. Kurze Frage, wie ist es bei dir? Rechnest du noch persönlich damit, Rente zu kriegen? Na, wenn dann diese, wie die Oma da. Ja, so 400 Euro. Denke ich auch. Ich meine, also du musst ja, glaube ich, 2.500 Euro verdienen, oder mehr als 2.500 Euro verdienen, damit du überhalb der Grundrente landest im Moment. Ja. Hart. Ja, das stimmt. Ich denke halt, diesen Mindestsatz, den müssen sie dir geben. Ich meine, den geben sie ja hin zu Kunst, auch Bürgergeld und so. Damit rechne ich auch, dass ich das kriege, aber ich denke halt nicht, dass die Rente für mich dann wirklich auskömmlich sein wird, um sich einen Lebensstandard zu finanzieren. Deswegen tue ich halt schon selber jetzt vorsorgen. Privat einfach. Genau. Ich meine, überleg mal, ne? 400 Euro. Ich weiß nicht, war das jetzt vor oder nach der Miete, aber... Das war, glaube ich... Oh, das weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Könnte man überlegen. Ich nehme aber mal an, nach der Miete, hoffe ich zumindest für die Frau. Also, ich meine, ja, in vielen also Städten, eigentlich muss es ja sein, weil 200 bis 300 Euro brauchst du noch fürs Essen im Monat. Eben. Du kriegst ja selbst schon bei Bürgergeld, da hast du irgendwie 400 Euro. Weißt du, da hast du die Miete und alle Kosten kriegst du erstattet und dann quasi 400 Euro zum Leben, für Essen und Trinken und hast du theoretisch gesehen, Rücklagen bilden, um mal die kaputte Waschmaschine in 10 Jahren reparieren oder neu kaufen zu können. Ja. Also deswegen selber vorsorgen. Ich finde das wirklich so unwürdig. Da gehst du 40 Jahre lang arbeiten, als was weiß ich, bei Lidl an der Kasse und dann endest du so, ne? Scheiß Leben.
Ja. Ringt um Lösungen, aber nimmt sie uns dabei ernst? So wie es Ihnen jetzt geht, so ist es allen gegangen. Es steht viel auf dem Spiel. Wird der Generationenvertrag gerade gebrochen? Und wenn die große Altersarmut droht, lohnt es sich dann überhaupt noch, in die Rentenkasse einzuzahlen? Na, was heißt lohnt? Man muss es so, ja. Pass auf, der ist ganz schwer. Oder? Gibt es irgendeinen Weg, die zu umgehen? Boah. Ich überleg grad. Naja, du hast ja... Ja, du hast wahrscheinlich schon eine Rentenversicherungspflicht. Also du hast ja die gesetzliche Rentenversicherung. Oder du machst irgendeinen... Ja, warte mal. Ist das wie bei der Krankenversicherung? Da kannst du ja... Also du hast ja eine Krankenversicherungspflicht. Weißt du, du musst eine Krankenversicherung haben. Ja. Du kannst die gesetzliche Krankenversicherung haben. Also das ist dann AOK oder sonst was. Oder halt eine private abschließen. Aber du musst mindestens eine haben. Und bei der Rente, nehme ich mal an... Nee, da ist es nicht so. Also das Einzige, was mir einfällt, ist Minijob. Da kannst du sagen, ich will von dem, was ich beim Minijob-Gehalt habe, möchte ich gar nichts einzahlen. Ja, aber ansonsten zumindest. Musst du ja einzahlen. Eben, das wird ja abgeführt. Also, deswegen ist die Frage komisch, lohnt es sich einzuzahlen? Gut, das ist halt letztlich eine rhetorische Frage. Aber du hast halt keine Wahl. Ich meine, ich könnte genauso fragen, lohnt sich für mich der GEZ-Beitrag? Also, lohnt sich der Rundfunkbeitrag? Also, das ist jetzt auch nur eine rein rhetorische Frage. Ich würde sagen, für mich lohnt das sich nicht, weil ich den Scheiß hier nur für euch gucke, hier in der Gemüsepfanne. Und sonst, ich habe ja nicht mal einen Fernseher und ich schaue auch keinen Fußball, ich schaue die Mediathek gar nichts. Ja, also für mich lohnt es sich nicht. Aber das ist halt selbes Thema. Okay. Wo sind das hier gerade? Stichsichere Westen, die antesten? Ich wette, das ist so eine Weste, dass er mal testen soll, wie sich alte Menschen fühlen, so eine Gewichtsweste und so. Ah, okay. Wie ist es eigentlich, alt zu sein? Ich will ein Gefühl dafür kriegen und einen Tag lang das Senioren live testen. Dabei hilft mir Kerstin Mainzer von der Diakonie Hamburg. Wie fühlt sich das jetzt an? Boah, auf jeden Fall schon mal ein bisschen erdrücken soll irgendwie, ne? Ja, und genau das ist es, ne? Die Muskulatur ist nicht mehr so im Gange, es erschlafft, es hängt. Und dann merkst du die Gelenke. Finde ich tatsächlich gerade nicht schlecht. Ja, es hat aber halt nichts mit dem Thema Rente zu tun. Jetzt kann er hier sein Dragon Ball Z-Training mit Gewichten machen. Sehr weit weg auf einmal. Du siehst auf jeden Fall super aus. Wie wird das? Du siehst super aus! Das ist aber nett, du auch. Wie alt bin ich jetzt so mit dem Anzug? Du bist jetzt so 80, 82, 83, kannst du dir aussuchen. Also perfektes Dachdeckeralter noch. Sehr gut. Ja, weitermachen. Ja, genau. Ja. Ohne Macht kriege ich elektronische Impulse, die meine Finger zittrig machen. Ich glaube, ich bin bereit für die Außenwelt. Ja. Wünsch mir Glück. Mach ich. Ich wünsche dir Glück. Da draußen warten die härtesten Herausforderungen für mein altes Ich. Dazu später mehr. Körperlich abzubauen ist das eine, noch härter ist es, wenn es mit Renteneintritt auch finanziell bergab geht. Ich zahle seit 2017 regelmäßig in die Rentenkasse ein und hatte mich bisher schon drauf verlassen, dass sich das auch lohnt. Bin ich mal gespannt. Hier, Ihre Renteninformationen, Herr Groth. Ihre Regelaltersrente würde am 01.03.2058 beginnen, also in 34 Jahren, da wäre ich 67, das sehe ich nicht kommen. Und dann würde ich bekommen monatlich 1680,17 €. So viel? Nachdem er wie viel Jahre? 6 Jahre eingezahlt hat? Naja, das ist, warte, nee. Die Zahl, die da unten steht, wir können ja nochmal, siehst du die Zahlen in dem Frame? Ja, ja. Okay, ich habe nämlich so einen Brief auch erhalten. Die Zahl, die unten steht, die würdest du kriegen, wenn du genauso wie du jetzt einzahlst bis an dieses Renteneintrittsalter. Ja, ich weiß. Ja. Ah, okay. Und die darüber, die steht, das würdest du jetzt kriegen, wenn du halt jetzt wirklich aufhören würdest zu arbeiten. Also wenn du jetzt quasi... Ach nee, wenn du überhaupt nicht mehr, glaube ich, Rente zahlen würdest. Und nee, ich glaube sogar ab jetzt. Ich bin mir da nicht sicher. Welche der beiden zwei Zahlen? Ich glaube, die mittlere ist tatsächlich, ja, wenn du jetzt... quasi Frührente beziehen müsstest oder so aus irgendeinem Grund. Ich glaube so ist es, bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, die unterste Zahl ist ab 67 dann. Du musst aber halt auf dem jetzigen Niveau einzahlen. Na gut, ja, ich meine, 1,7 passt als Rente. Na gut, Inflation noch 34 Jahre gegengerechnet, ne? So, ich habe mal meinen Brief geholt. Also bei mir sind das nur zwei Zahlen. Jetzt geht Zahlen. Das Geflexe los. Ja, nee. Also
Ich spreche mal hier nicht von konkreten Zahlen, lieber. Die Blöße gebe ich mir nicht. Auf jeden Fall die oberste Zahl. Ihre bislang erreichte Rentenantwortschaft entspräche nach heutigem Stand einer monatlichen Rente von. Also die bislang erreichte Rentenantwortschaft ist die, das wird bei ihm dann die mittlere Zahl sein. Also, und Rentenantwortschaft, das müsste ja aber heißen, du kriegst ja die Rente eben nur ab 67. Also ich nehme an, wenn du jetzt aufhören würdest zu arbeiten, dann würdest du... Wenn du jetzt ins Koma fällst und 34... Ja, genau. Gut, und aber dann, man muss ja sagen, dann ist es ja egal, weil dann greift ja die Grundsicherung und die liegt ja höher, weißt du? Also solange du drunter bist, dann ist du automatisch in der Grundsicherung. Ja. Die Frage ist halt, kann man diesen Zahlen vertrauen, die sie dir so geben? Ja, und wie gesagt, sind die inflationsbereinigt, weil 2% Inflation nach 34 Jahren, also dann ist das ja nichts. Ja, wobei ich ja davon ausgehen oder hoffen würde, dass sich ja dann auch die Rente an die Inflation angleicht. Oder nicht? Hoffentlich. Ja, keine Ahnung. Okay. Also ich würde jetzt mal aus den Zahlen aber sagen, er verdient gut. Ja, auf jeden Fall. Muss ich auch sagen. Ja. Und 17 Cent. Also knapp 1700 Euro im Monat. Ist die Frage, ob das reicht? Schon mal schlecht. Der Wert ist in Brutto. Abgezogen werden also noch Steuern, Kranken- und Pflegeversicherung. Immerhin liegt meine Prognose knapp über der Durchschnittsrente. Aber Fakt ist auch, ich... Gut, also das heißt schon mal, er verdient über dem Durchschnitt. Gut zu wissen. Ne? Ja, ich meine, er arbeitet beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk letztlich. Man kann das nicht immer genug betonen. Ne? Also, und von dass er sich die Frage stellt, ob man mit 1,7 durch den Monat kommt, da weiß er doch, dass er, also, ich weiß nicht, als Student hatte man viel weniger als 1,7. Ja, also mit 1,7 komme ich dicke durch den Monat. Dicke. Also ganz komischer Genosse, ja. Ja, ich erinnere mich an meine BAföG-Zeiten, da bin ich so mit 600 Euro rausgekommen. Also, das war schon krass. Na gut, ich wohne halt auch im Osten. Ich wohne zur Miete, habe kein Eigentum und von meiner Rente könnte ich mitten in Hamburg nicht mehr gut leben. Jetzt ist hier aber noch ein ganz interessanter kleiner Absatz drin. Er könnte nicht mehr gut leben von den 1700 Euro in Hamburg? Das ist schon krass. Also gut, vielleicht hat er auch einen krassen Lebensstandard, aber... Er hat ja mindestens hier eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Minimum, würde ich sagen. Ja. Da wird schon ordentlich Miete zahlen. Du weißt ja, wie es ist. Also es wird ja jetzt auch immer verstärkt darauf hingedrängt, dass die alten Leute doch bitte ihre Wohnung verlassen sollen, wenn sie denen zu groß wenn geworden ist. Wenn sie zu viele Zimmer haben, ja. Genau. Also er wird dann schön wegziehen sollen, weil dann kommen ja die neuen Fachkräfte aus dem Ausland, die seine Familie. Wohnung belegen wollen. Genau, mit den großen Familien und genau. Du meinst, um den Generationenkonflikt mal zu entschärfen, sollte er dann mal seine Wohnung räumen. Okay. Dieser Renteninformation, da steht, da die Renten im Vergleich zu den Löhnen künftig geringer steigen werden, wird eine zusätzliche Absicherung für das Alter wichtiger. Das heißt, die deutsche Rentenversicherung, die sagt einem schon, Achtung, das könnte knapp werden mit der Rente und man sollte privat am besten schon vorsorgen. Das ist eine ziemliche Ansage. Doch bevor wir uns um unsere Rente sorgen, müssen wir erstmal die Generationen vor uns schultern, befürchtet zumindest Paul. Wo ist Paul? Moin Paul. Hallo. Freut mich, dich kennenzulernen. Dich zu sehen. Alles gut? Ja, alles Beste. Ich habe gerade noch mal meine Bachelorarbeit geschrieben. Paul studiert hier in Heidelberg VWL und mit 22 hat er schon ein Faible für Rentenpolitik. Wie sehr kann man sein Leben im Griff haben? Ich hoffe, dass es bei mir der Fall ist. Spaß beiseite, zum Glück hat sich Paul in das Thema Rente eingearbeitet. Denn es ist eine offensichtliche Herausforderung. Schon heute leben in Deutschland 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Und warum gehen die da jetzt so rum? Warum macht der Stadtführung? Was soll das? Es ist doch wieder dieses Y-Kollektiv-Schrittzähler-Ding, weißt du? Ja, das ist schon wieder so dieses Highlife in unseren GZ-Beiträgen. Also, du kriegst auch schöne Jazzmusik, ist doch alles super. Ja, genau, und schöne Bilder. Aber warum? Rentner, ein Viertel der Bevölkerung. Und in den nächsten Jahren werden es nochmal deutlich mehr. Paul befürchtet, dass deshalb ausgerechnet wir Jüngeren ziemlich alt aussehen werden. Und zwar sind wir ja hier auf der alten Brücke. Und weißt du, wie du in alt aussiehst? Ruhig. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Lass uns das doch mal ausprobieren. Okay. Ich habe hier nämlich eine App. Und die Scheiße, Mann. Es hat auch nichts mit dem Thema Rente zu tun, wie er im Rentenalter aussehen würde. Scheißegal. Die macht Paul 50 Jahre älter. So. Okay. Wie findest du es so? Ein bisschen erschreckend, aber ich bin froh, dass ich aus der Zeit. Ganz ehrlich, es sieht doch aus, wie er jetzt aussieht.
Die Haare sind trauer. Ich träume zumindest davon, dass ich dann sehr viel Zeit habe, spaßige Dinge zu machen und meinen Hobbys nachzugehen und nicht Pfandflaschen sammeln zu müssen. Wegen dieser Sorge macht Paul politische Arbeit. Wurde schon im Bundestag angehört, aber weil unsere Rente noch sehr weit weg ist, erstmal ein kleiner Vorgeschmack darauf. Habt ihr was mitgebracht? Oh, Schnapspralinen, sehr gut. Macht ihr bestimmt Spaß, oder? Ja, also, danke schön. Wir essen jetzt, wir essen jetzt einen, okay. Auf die Rente. Okay. Was soll das denn jetzt? Was soll das Werbung denn jetzt für Moncherie oder was? Ja, ich verstehe es nicht. Das ist ekelhaft. Ach, weil das alte Leute ganz gerne essen, oder? Ach Gott. Wie schlecht. Ja. Jetzt kommt doch endlich mal jetzt, zum Punkt. Die hätten jetzt schon 3 Minuten darüber reden können, wie es zum Beispiel in Schweden gemacht wird, dass sie da diesen staatlichen Rentenfonds haben, dass der so halbwegs funktioniert. Oder irgendwas anderes Interessantes. Ja, ja. Das ist mal wieder typisches Y-Kollektiv-Geschissel. Oder wie man das Rentenproblem vor 500 Jahren gelöst hat, mit Kissen ins Gesicht oder genau. Sowas. Ja, wo kommt das her, dieses Thema Generationenvertrag? Wann wurde das eingeführt? 1000 spannende, interessante Sachen hätte man erzählen können. Stattdessen fressen sie Schnapspralinen und er hatte sich irgendwie einen Anzug angelegt, wo er schwerer ist und schlecht hören kann und so ein Scheiß. Ja. Verdammte Axt. Das macht mich mit. Ich habe noch was Fieses mitgebracht. Die Alterspyramide in Deutschland. Unten die Jungen, oben die älteren Jahrgänge. Für Paul mit seinem Volkswirtschaftsstudium ist klar, das haut nicht hin. Wir, meine Generation, sind die hier. Kleiner Teil, der sich hier ein bisschen auswirkt. Und das hier sind die Babyboomer. Viel mehr. Das heißt, der kleine Teil muss den großen finanzieren. Rein zahlenmäßig. Oh, krass, da muss man schon Volkswirtschaft für studiert. Ja. Wahnsinn. Rein zahlenmäßig merkt man, dass das nicht so aufgeht wie bisher in der Vergangenheit. Und für das Rentensystem heißt das dann? Für das Rentensystem Exodus. Heißt das, dass wir eine Mehrbelastung, ja, letztendlich vor allem für die einzahlende Bevölkerung haben. Also uns. Ja. Okay. Für die demografische Schön, dass er aber noch gesagt hat, für die einzahlende Bevölkerung. Also fürchtet dich nicht, neue Bürger. Ja. Ja. Ja, ich frage mich, wie der so ein bisschen drauf ist politisch. Also, keine Ahnung. Er wirkt vielleicht so ein bisschen FDP-mäßig, aber so wirken für mich alle, die VWL oder BWL studieren. Das muss nichts sagen. Er hat auch schon wieder so ein bisschen Autismus-Vibes. Ich sag's jetzt mal. Oh, meinst du? Ah, finde ich finde ich tatsächlich weniger. Das finde ich tatsächlich weniger. Dieses, aber gut. Dieses Dauerlachen und dann, also bei so einem Thema, wo er sagt, ja, ich werde hier richtig viel mehr bezahlt und da lacht er die ganze Zeit dabei. Also. Oh, ich weiß nicht. Ah, ich find's okay. Also den letzten, oh, ich weiß gar nicht, der hieß ja, Florian. Ja, so schlimm wie der letzte war es nicht, ja. Ja. Also schaut euch unser Video Waffenfähiger Autismus gegen Rechts an. Das war richtig lustig. Flagge kann niemand etwas. Aber bei der Suche nach politischen Lösungen sind es selten junge Leute, die den Ton angeben. Paul will, dass die Lobby für junge Leute stärker wird. Deshalb engagiert er sich mit seiner Chorkollegin Elisa in der Jugend-Enquete-Kommission. Ein überparteilicher Verein, der sich politisch einmischt. Elisa ist 19 und studiert Jura. Sie findet, Rentenpolitik muss für jüngere und ärmere Menschen gerechter werden. Das ist ja auch der Sinn von einer solidarischen Gesellschaft. Deswegen haben wir ja einen Sozialstaat. So funktioniert unser Steuersystem, dass die Menschen mehr geben, die mehr haben. Und warum funktioniert dann unsere Rente nicht so? Also das ist eine große Frage, glaube ich. Wollen Sie sich etwa mit den Alten und mit den Gutverdienern anlegen? Chorleiter Xaver wird als verbeamteter Lehrer eine dicke Pension bekommen. Er hat sogar Verständnis für den Frust. Wenn die ältere Generation da nicht einfach von sich aus hergibt, ja, und das so macht, dass den Jüngeren genug bleibt, dann gibt es einen größeren Schild, einen Generationenkonflikt, der hoffentlich nicht gewaltsam endet, ja. Aber das ist doch, ich will nicht sagen Blödsinn, aber so sind die Menschen nicht. Niemand gibt freiwillig gern was auf. Nee, auf jeden Fall. So sind die Menschen nicht und auch ein Stück weit würden sich ja die jetzigen Rentner verarscht fühlen, weil denen wurde ja immer gesagt, ja, du zahlst ein und am Ende kriegst du was. Und dann sollen die am Ende verzichten. Also ja, klar, dann sind die doppelt sozusagen, gefickt worden. Haben viel bezahlt und kriegen nichts raus. Eben. Also, naja gut, man kann natürlich sagen, egal wie man das jetzt reformieren will, diese Übergangsgeneration, die wird immer zu leiden haben, irgendwo. Ich denke, wir werden alle zu leiden haben. Ja, das ist jetzt die Frage, Ende mit Schrecken oder Schrecken ohne Ende. Eine Gewalt, aber mit Hand. Ich mir jetzt mal denke, wenn wir so zum Beispiel diesen Schweden-ähnlichen Fonds machen. Ja.
dann hat jetzt die Generation, die jetzt diese gesetzliche Rente noch bekommt, die hat da nichts von. Aber wenn ich mir so überlege, dass wir hier 100 Milliarden für die Bundeswehr uns aus dem Ärmel schütteln, da kann man doch auch irgendwelche Kompensationszahlungen da basteln. Ja, das weißt Geld ist auf jeden Fall Zeitraum. Da. Das ist also doch alles allein nur Wilde wieder. Allein schon, ich komme immer wieder drauf, ob beim Thema Migration, was wir da einsparen könnten. Also was für Gelder zum Beispiel pro minderjährigen unbegleiteten Flüchtling von Deutschland gezahlt werden. Also das sind Summen. Eieiei. Hunderte Milliarden jedes Jahr. Ja. Arti, kannst du vielleicht nochmal dieses Thema mit dem Schweden kurz erklären? Ich weiß es selber nicht. Wie funktioniert das denn grob mit dem Fonds? Also ich erwarte jetzt von dir keine exakte wissenschaftliche Darstellung da, sondern wie funktioniert das ganz grob? Also wie ich es verstanden habe, ist es halt ein staatlicher Fonds, so wie es hier mal in Deutschland gab es ja mal diese Bundesschatzbriefe, wenn du dich noch dran entsinnst. Nein, und, aber egal. Dadurch, dass es ein staatlicher Fonds ist, sind da halt gewisse Garantien dahinter auf Staatsebene. Also das ist halt kein großer Spekulationsfonds und die Schweden zahlen halt so ein, so wie wir halt in diese Rentenversicherung hier oder in die Rentenkasse einzahlen. Nur dass halt dieser Fonds, überleg gerade, ist der jemals? Nee, der ist eigentlich immer gewachsen. Ne? Über die Jahre. Und zwar so 5, 6, 7% würde ich sagen, jedes Jahr. Also über dem Inflationsniveau. Und wenn du dann halt Rentner bist, kriegst du aus diesem Fonds wieder die Ausschüttung. So eine Art Dividende. Also die Altersdividende, wenn du so willst. Und dadurch also lohnt sich das bisschen, halt. So ein bisschen wie ein ETF quasi. Oder als würde alle Schweden halt Gold kaufen oder sowas. Ja, was sich halt auf lange Sicht rentiert. Und die, also wenn, das, macht denn wenn das schief Moment. Gehen sollte, dann springt halt der schwedische Staat ein. Ja, ja. Aber wie macht denn die schwedische Regierung das, dass das immer wächst? Also legt die das an am Aktienmarkt oder wie machen die das? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber sowas wird es wahrscheinlich nicht sein. Wird so ein Breitbandfächer-Ding sein. Ja, mit allen schon so ETF-mäßig. Aus allen. Ja, 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 genau. Okay, gut. Danke. Wir treffen Paul und Elisa später wieder. Dann sind sie nochmal im Bundestag, wo sie die Rentenpolitik noch retten wollen. Andere nehmen die Alter, warum trefft ihr die denn später wieder? Ihr habt doch jetzt überhaupt gar nichts mit denen Sinnvolles geredet. Er hat euch die Stadt gezeigt, ihr habt Schnapsballin gegessen und dann habt ihr zwei Sätze mit denen gesagt. Ja. Ja, der Lehrer eher mehr als die. Warum? Jetzt wird zum nächsten Thema gesprungen. Es ist schlechter Journalismus, was die machen, finde ich. Andere nehmen die Altersvorsorge lieber selbst in die Hand und schaffen es damit, 30 Jahre früher in eine Art Rente zu gehen. Wir sind heute Morgen hier in Straubing in Bayern und treffen jetzt Manuel. Der ist 33, also genauso alt wie ich, aber er meint, er hat das Thema Rente schon erledigt. Nicole und Manuel sind seit 4 Jahren zusammen und wohnen hier zur Miete in der Zwei-Zimmer-Wohnung von Manuels Mutter. Ich glaube, wir fangen mit der Pizza an. Nicole arbeitet selbstständig im Marketing und arbeitet Vollzeit, noch jedenfalls. Eine kleine Testfrage, welcher Wochentag ist heute? Mittwoch. Ich habe tatsächlich kurz überlegen müssen. Aber Mittwoch, ja. Manuel hat vor einem Jahr seinen Job gekündigt und genießt den Rentneralltag. Ja, nee, ist einfach schön, wenn man in der Früh aufstehen kann, ohne Wecker machen kann, was man lustig ist. Frühstücken kann in Ruhe. Ja, kein Stressor, kein Druck, keine Termine. Er nennt es finanzielle Freiheit. Dafür hat Manuel hart gearbeitet, viel gespart und alles investiert. Nicole verfolgt einen ähnlichen Plan, auch wenn sie dafür auf Luxus verzichten. Was wir wollen, das gönnen wir uns, aber wir leben halt ganz stark unter unseren Verhältnissen. Jeder Euro, der an die Börse geht, ist ein guter Euro. Genau. Arti? Ja, ich bin jetzt so hin und her gerissen. Also zum einen haben die halt keine Kinder, wie es aussieht. Ja, ja. Die halt extrem geldfressend sind. Auch wenn ich das sehr negativ formuliere, aber sie kosten halt Geld. Und naja, er wohnt halt bei seiner Mutter zur Miete, das heißt, es ist wieder alles so ein Gemauschel, aber es wird jetzt so getan, als könnte das irgendwie jeder schaffen mit Disziplin und sowas. Ja, das ist so ein Ding. Sehe ich halt nicht. Also, um das vielleicht mal kurz zu einordnen, die würden sich selber wahrscheinlich als Fugalisten bezeichnen. Das kommt von dem englischen Vogel, bescheiden leben. Tatsächlich wissen wahrscheinlich die meisten nicht, oder habe ich ihn natürlich nie erwähnt. Ich selber würde mich tatsächlich auch grob so einordnen, Fugalist. Zumindest so, wie ich bisher gelebt habe. Also ich lebe jetzt immer noch von meinem Lebensstandard tatsächlich schon noch so, eben wie zu tatsächlich den BAföG-Zeiten. Also so viel hat sich da nicht verändert.
Also klar leiste ich mir hier und da mal was, aber ich brauche immer das neueste iPhone zum Beispiel. Und mache es tatsächlich ähnlich wie die beiden, dass ich dann halt selber irgendwo was anlege. Aber mir ist selber bewusst, dass das, so wie ich es jetzt mache, ich das auf keinen Fall viel, also bis an mein Lebensende machen werde. Eben weil du, wie du es selber ansprichst, wenn du irgendwann Kinder kriegst, eine Familie gründest, dann ist das alles hinfällig. Also dann hast du bis dahin dir vielleicht ein Polster aufgebaut, aber dann musst du halt davon wieder zehren. Also deswegen jetzt hier zu sagen an der Stelle, er würde mit 33 in Rente sein, das ist schon sehr plakativ. Also das glaube ich auch nicht, dass er das so wird durchziehen können. Gut, es sei denn, na gut, sie wollen vielleicht wirklich keine Kinder, vielleicht sind die so drauf. Ich meine, gut, sie sind in Anführungszeichen erst 4 Jahre zusammen. Aber gut, wenn man 33 ist, vielleicht könnte man das schon überlegen dann, wenn man Kinder kriegt. Ja, wird. Ich meine, wenn ich jetzt mir so diesen ganzen Hintergrund, der hier ist, anschaue und sie hat gerade gesagt, sie leben unter ihren Verhältnissen. Ich finde, das passt halt irgendwie alles nicht zusammen. Ich sehe da diesen riesigen Fernseher stehen, der nicht wenig gekostet hat und so. Also, boah. Da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Also, weil ich finde gerade heutzutage, man kann wirklich von wenig Geld richtig gut leben. Also zum Beispiel jetzt wegen diesem Fernseher. Ich denke überhaupt nicht, dass das ein übelst krasses, tolles Modell ist. Also sonderlich groß ist der nicht. Ich selber habe gar keinen Fernseher. Aber das kann auch ein Alter sein, der vielleicht jetzt. Also das Ding ist zum Beispiel bei technischen Geräten, du musst ja nicht immer alle 5 Jahre ein neues technisches Gerät haben. Du kannst ja auch mal ein Gerät 10 Jahre benutzen. Und ja, das war vielleicht mal ein Angebot. Oder gibt ja 1000 Möglichkeiten, irgendwie zu sparen. Also ich bin tatsächlich nicht der Meinung, dass wenn man jetzt bescheiden lebt, dass man dann auch irgendwie schlecht lebt. Okay. Würdest du mir zustimmen, wenn man jetzt sagt, man macht jetzt hier dieses, was die machen, macht die ganze Gesellschaft, also oder die ganzen jungen Leute, sage ich jetzt mal, der Gesellschaft, dass das funktionieren wird? Boah. Also ich würde sagen, nein, weil dieser ganze Konsumerkreislauf dann gar nicht funktioniert. Ja, wahrscheinlich. Aber das Ding ist, das würde auch gar nicht funktionieren, weil die ganze Gesellschaft das gar nicht kann. Also es gibt einfach so viele Leute, denen ist das nicht angelegt, also so zu leben, so bescheiden zu leben, zu sparen, auf irgendwas zu achten. Ich meine, es gibt nun mal Leute, die haben Freude daran, gerne auszugeben und sich was zu gönnen und so. Also so muss das halt jeder für sich entscheiden. Ich zum Beispiel muss halt ehrlich sagen, ich war schon immer so drauf. Ich tue mir das auch jetzt irgendwie übelst abzwingen, wie ich drauf bin. Ich war tatsächlich schon immer so drauf. Ich war schon immer sparsam drauf und schau halt 2-mal, 3-mal, überleg mir, bevor ich mir was hole. Guck, check Angebote, pipapo. Und andere sagen halt, ach komm, scheiß drauf, ich hab da jetzt Bock, ich hol mir das. Ich hol mir jetzt zum Beispiel, was weiß ich, das Spiel, was gerade rauskam, ein Computerspiel, was halt 70 Euro kostet. Wo ich halt sag, ja, das sowas hole ich mir im Sale. Oder so, wenn es dann 10 Euro kostet nach ein paar Jahren. Weil ich auch gar nicht die neueste Grafikkarte habe und 1000 Sachen, aber das ist jetzt nur beim Thema Gaming. Na gut, vielleicht verrät er jetzt ja endlich die Formel zu Reichtum und so. Ja, genau, bitte. Ja. Hab ich mal gelernt. Also oft sind wir dann in der Stadt und sagen, ja, trinken wir jetzt einen Kaffee to go oder irgendwo vor Ort. Oder stecken wir ihn in die Börse. Oder geht er in die Börse und oft entscheiden wir uns halt dann einfach für Zweiteres. Ich würde mich wahrscheinlich immer für den Kaffee entscheiden. Manuel hat 8 Jahre lang genau auf sein Ziel hingearbeitet. Als Programmierer kennt er sich mit Zahlen aus, hat breit gestreut mit ETFs, aber auch mit riskanteren Aktienoptionen gehandelt. Und der Blick in seine Depots zeigt, läuft bei ihm. Und insgesamt Vermögen dann? Es schwankt ja immer so. Also aktueller Stand so um die 402.000. Eine stattliche Summe. Noch krasser aber, Manuel meint, er hat damit ausgesorgt. Genau, Stand jetzt gehe ich davon aus, dass ich nie wieder arbeiten muss, weil das Jahr wächst. Also ich meine ganz ehrlich, letztes Jahr, ich war von den 12 Monaten, waren wir 10 Monate in Südostasien auf Reisen. Das Vermögen ist trotzdem um 50.000 mehr geworden, obwohl ich davon gelebt habe. Und es wird ja so weitergehen. Kann aber auch sein, dass er bei einem Finanzcrash viel Geld verliert. Fühlt sich das nicht viel zu riskant an manchmal? Es gibt manche Tage natürlich, da, wenn man eine Aktie richtig abrauscht oder sowas, also nach unten geht, dann denke ich da schon ein bisschen drüber nach und so, aber die Statistik steht halt dahinter. Manuel hat verschiedene Szenarien durchgerechnet. Momentan übertrifft die Rendite seine Erwartungen. Ja, also jetzt hier zu dem Thema, das was runtergeht, also das, man denkt ja in großen Zeiträumen und in großen Zeiträumen wächst es nun mal bei solchen Geschichten. Ja, also ich meine, das gibt dir jeder Finanzratgeber, gibt dir halt den Tipp, du musst in großen Zeiträumen denken dabei sowas.
darfst dann nach dem kurzfristigen Geld ausleihen, dass du sagst, ja, ich lege jetzt wo an und dann kann ich mir in 2 Jahren oder am besten in 1 Jahr ein neues Auto leisten oder so, dass so und so viel wert ist. Nee, ich meine, der macht das halt auf 10, 20 Jahre und damit geht das tatsächlich. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mal zum Spaß auch so eine Summe ausgerechnet, wenn ich jetzt in derselben Wohnung wohnen würde und es würde sich nie was ändern und pipapo, was für eine Summe bräuchte ich da? Und deswegen halte ich seine Zahl mit den 400.000 tatsächlich auch für realistisch, dass er dann für sich sagt, ich kann das jetzt alles so halten, wenn er dabei bleibt. Nur mal Interesse halber, er ist ja Programmierer, wenn er jetzt eine Weile nicht arbeitet und dann aber, sag mal, feststellt, ich brauche 600.000. Und ich muss mal wieder ein paar Jahre arbeiten, sonst schaffe ich das nicht. Geht das dann überhaupt noch? Also meinst du, dass man dann den Anschluss verliert bei Programmieren? Ja, das ist die Frage. Boah, dazu bin ich noch nicht lange genug Programmierer, muss ich ehrlich sagen. Ich würde meinen tatsächlich, dass man dann relativ schnell wieder reinkommt. Einfach weil Programmierer ja so gesucht sind, dass wenn er sich Mühe gibt und er ganz blöd ist, dann tut er sich halt mal die neue Programmierersprache, die es gibt, die tut er sich dann halt anlernen. Aber die Grundkonzepte der Informatik ändern sich ja so nie. Dann lernst du halt mal kurzfristig die neue Sprache und dann bist du bei der am Start. Okay, ja. So würde ich das sehen, ja. Ja, da habe ich wirklich ausgesorgt. 75% von dem weiterverdienst, wie es gerade eben so gut läuft. Dann reicht's bis an mein Lebensende. Genau. Das ist krass. Und heute, wenn ich dann Kinder habe, kann ich das ja vererben, dann reicht es für die auch ab dem ersten Jahr. Bis zum Lebensende? Ja. Kaum zu glauben. Naja, das ist die Frage. Wenn er Kinder hat, ob er das so durchgerechnet hat, weiß ich nicht. Ja. Also ich glaube, ein Kind kostet eine halbe Mille oder sowas oder eine Viertelmille. Ah, das kann ich leider so überhaupt nicht sagen. Aber so überschlagen. Ja, aber das Ding ist ja mit der Summe, die er jetzt hat, also wir haben ja dort gesehen, er hat ja, glaube ich, selber gesprochen von, genau, und er selber hat, glaube ich, von 400.000 gesprochen oder so. Ja, dann am Ende hat, ja. Genau. Und diese halbe Million, die du ansprichst, die wird ja, wenn überhaupt, dann über den ganzen Lebenszeitraum gelten mit Ausgaben. Und auch da, also mit den halben Millionen, das ist doch sicherlich eine US-amerikanische Zahl. Ich kann mir das in Deutschland nicht vorstellen. Aber ich will mich da jetzt nicht auf konkrete Zahlen steigen. Ich fand's auch immer sehr hoch, die Zahl. Ja. Ich würde es tatsächlich meinen, wie gesagt, ich halte das tatsächlich für realistisch, was der hier anbringt. Also, ja. Aber dann hätte ich doch jetzt als Y-Kollektiv-Typ gefragt, also wie genau das, also mit welchem Startkapital, also wie lange muss man, also wie viel muss man verdienen und wie sparsam muss man damit sein, etc. Wenn ich hier wirklich eine Alternative aufzeigen wollte, ja. Wäre das doch mal richtig interessant und nicht diese. Das stimmt. Endfaktor, ja, das stimmt. Oder? Das ist jetzt wieder so ein Ding. Also eigentlich wollen wir über das Thema Rente und Rentendesaster sprechen. Dieses ganze Frugalismus-Ding finde ich zwar extrem interessant, aber so richtig mit dem Thema Rente, so richtig in dem Sinne hat es jetzt auch nichts zu tun, weil es ist halt eine völlig andere Art, also eine sehr spezielle Art, wie man vorsorgt. Also das kann man ja mal so als kleinen Gag kurz bringen, aber wäre jetzt schön eigentlich, es geht wieder ums Thema Rente. Man weiß aber noch nicht, wie sich die Inflation entwickelt. Bisher lebt Manuel sparsam von 1.600 Euro im Monat und plant das auch weiterhin zu tun. Das ist dein Schlitten hier, oder wie? Ja, Schlitten ist relativ. Wie alt? Schon 20 Jahre ist er alt. Aber fährt. Er fährt. Ja, noch. Manuel könnte auch einen fetten Sportwagen fahren, passt aber nicht zu seiner Frührente. Ja, definitiv. Also das Auto ist so eines der teuersten Dinge, die man anschaffen kann. Und da lässt sich einiges sparen, wenn man ein altes Auto fährt. In seiner Freizeit macht Manuel vor allem eins, er liest Bücher. So hat er auch sein Börsenwissen eingesammelt. Suchen wir Horticore ist das erste. Young Money Guide. Ein Finanzbuch? Ein Finanzbuch, genau. Ja. Das müsste davon sein. Sparsam leben und dank Dividenden weniger oder gar nicht mehr arbeiten. Frugalismus nennt sich die Methode. Social Media ist voll damit. Ja gut, Frugalismus beschäftigt sich ja immer damit, möglichst wenig Geld generell auszugeben. Und das Geld, das man hat, für Dinge auszugeben, die man gerne tut. Das heißt, ich lese gerne, deswegen Bücher. Und jetzt gibt es halt überall entweder kaufen, was teuer ist, weil jedes Buch kostet irgendwie 20, 25 Euro. Oder ich leise mir halt aus und habe mein Lesevergnügen, aber halt sehr günstig. Bis zu 80% seines Gehalts hat Manuel weggespart. Das ist extrem. Aber mir leuchtet ein, dass mehr Geld im Alter auch Lebensqualität bedeuten kann. Bei Manuel gab es aber auch einen Auslöser. Sein bester Freund ist mit 24 an Krebs gestorben. Mein Kumpel, der hatte tatsächlich nur Schule, Studium und dann Arbeit. Das war's.
Aber was hat das denn jetzt wieder mit dem eigentlichen Thema zu tun? Das ist ja alles ganz interessant, aber... Ja, auf jeden Fall. Es geht jetzt wirklich ein paar Minuten zu lang, die ganze Geschichte. Der ganze auf Konflikt. Jeden, muss ich auch sagen. Also, wir sind jetzt schon auch bei 40 Minuten von unserer ersten Episode. So richtig viel inhaltlich kam hier nicht. Meine Güte, bei Kollektiv. Die haben es wieder geschafft. Dann nur keine Freundin gehabt zu dem Zeitpunkt und dann halt gestorben einfach so. Und ja, das hat mir auch mal so wachgerüttelt, dass ich gesagt habe, das Leben ist zu kurz, dass man nur in Arbeit rennt und auf die Rente wartet. Gut, Arbeit kann ja auch Spaß machen. Manuel programmiert jetzt eine Börsen-App, bietet kostenpflichtiges Coaching und betreibt einen Blog. Ich will ja auch was mit meiner Zeit anfangen und andere Leute eben auch weiterbringen dann und versuche deswegen eben Finanzbildung bei uns in Deutschland ein bisschen vorwärts zu bringen. Manuel meint, wir müssen alle an der Börse vorsorgen. Wie das funktionieren soll und ob sein Ausstieg aus dem Rentensystem nicht unsolidarisch ist, das besprechen wir noch. Tatsächlich fragen Sie... Also was heißt denn unsolidarisch? Noch? Er zahlt doch trotzdem weiterhin, oder? Naja, also, nee, weil er jetzt in der Frührente ist, zahlt er keine Rentenbeiträge. Ja, das ist ja, also er hat das ja so getauft, Frührente, oder? Ja, stimmt, er hat ja gemeint, dass er selber noch teilweise programmiermäßig tätig ist, oder? Ach, egal. Ja, das ist schon irgendwie ein komisches Framing jetzt. Hm. Was meinst du, Arti? Ich würde fast sagen, wir machen hier noch einen zweiten Teil draus. Okay, ja, klar, warum nicht? Ja, weil da wird sich hier noch einiges ergeben. Jetzt kommen ja die saftigen Argumente oder hoffentlich kommen die Analysen. Saftigen noch. Genau. Ja, dann, liebe Leute, bis gleich zum zweiten Teil. Haut rein. Bis gleich. Tschüss.